Willkommen zurück zu unserer frisch gegründeten und bereits verstärkten Widerstandsgruppe gegen das Nazi-Regime. Wir haben einiges neue Sachen freigeschaltet, zum Beispiel ja, für eine Weile untertauchen. Manchmal ist es besser, sich an einen sicheren Ort zurückzuziehen, um die Behörden abzuschütteln. Die Frage ist nur, brauchen wir das im Moment schon? Glaube nicht. Mark benötigt, okay. Aber, okay, oh, Kosten 30, das ist gar nicht so gut. Aber wo ist denn unser Sachen, wie viel Aufmerksamkeit wir schon erlangt haben? Ich hätte gedacht, dann müsste es irgendwo eine Anzeige geben. Na gut. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt bei dir den leichteren Spielstand gewählt haben. Und die Möglichkeit, wo mehr als ein Spielstand da ist. Nicht, dass wir da jetzt die vereinfachte Variante haben. Das wusste ich noch gar nicht. Das wäre sehr, sehr doof. Was gibt's denn hier? Ein Pastor-Treffen. Und das bringt? Nur Empathie? Ah, Mitglieder. Das klingt sehr gut. Volker Schmidt, ein gläubiger Christ und Mitglied der Kirche in Tempelhof, erzählt von einem Pastor, der früher oft heftige Kritik am Regime geäußert hat. Anarchisten, Kommunisten, Sozialdemokraten und Atheisten sind nicht so gern gesehen, aber wir haben definitiv katholischen Konservativen irgendwo. Nee, haben wir nicht, aber wir haben den christlich-liberalen. Und doch hier, katholisch-konservativ hätten wir auch. Das klingt nicht verkehrt, also so kriegen wir potenziell noch viel mehr Unterstützer mit dran. Was haben wir denn hier mittlerweile? Farbe kaufen? Wie viel Farbe brauchten wir denn? Und dann auch wofür? Wenn ich jetzt wüsste, wir brauchen, ich sehe es halt nirgends, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo seht, dass wir die größeren Sachen hier schon mal freigeschaltet haben irgendwo, dass wir wissen, worauf wir hinarbeiten, aber ich weiß noch, glaube ich, man braucht der SA-Uniform oder war das später? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob wir Farbe brauchen. Ansonsten würde ich mich, glaube ich, erstmal auf die Flugblätter konzentrieren, dementsprechend auch aufs Geld. Spenden sammeln in Kreuzberg. Unsere Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg könnten willens sein, uns mit Spenden zu helfen. Kommunisten sind da hilfreich. Sozialdemokraten, Arbeiter, Idealisten. Nicht hilfreich wären Konservative, Monarchisten oder Egoisten. Könnten aber auch hier einen ehemaligen Gewerkschafter treffen. Denn jeder AP erzählt von einem ehemaligen Gewerkschafter, der früher ein überzeugter Gegner der Nazis war. Und da brauchen wir dieselben Leute und wir würden auch noch mal ein paar Unterstützer mehr bekommen, so wie es ausschaut. Das klingt alles ziemlich gut. Frage ist, was ist jetzt am dringendsten? Ich finde, am dringendsten ist erstmal, wenn wir hier Geld organisieren, um dann Papier zu kaufen. Aber auch die nächste Stufe hier wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Dass wir versuchen, vielleicht noch neun Leute ranzukriegen. Entschuldigung. Der Schluckaufstand war wieder da. Wir versuchen, neun Unterstützer ranzukriegen. Der Haken ist, wir werden ja vermutlich wieder einen verlieren. Das heißt, eigentlich bräuchten wir sogar 10. Schwierig. Also. Hier bräuchten wir eine Konservativen. Empathische Propaganda. Wir haben hier auch eine Kommunistin. Wenn wir sie hier mit reinpacken, sogar extra Bonus, dann sind wir sogar schon fast voll. 16 bis 19, wenn wir hier noch jemanden reinpacken. Das ist gar nicht so viel mehr. Wir versuchen alles so ein bisschen zu bedienen. Ich könnte das hier, glaube ich, auch nochmal ja, jederzeit umändern. Wir haben hier noch 3 offen. Wir haben noch 4 Leute. Mit Arbeitern sprechen. Schädlich, Akademiker, Freiberufler und Angestellte. Ja. Ein Beamter hätten wir noch. Aber er ist gar nicht so gut, was das angeht. Wir sind halt ein Arbeiter. Wenn wir hier vielleicht erstmal was hin, hätten einen christlich-liberalen oder. Hier geht ja nur Empathie rein. Nimm mal lieber die Erna Schmidt, die ist auch noch katholisch-konservativ. Oh ja. Aber das bringt scheinbar nur einen einzigen Unterstützer. Ernsthaft? Einen einzigen? Kann ich hier noch mehr reinpacken?
Innen. Geht denn bei euch? Wir sind nur einen einzigen. Na, oh, da habe ich Bauchschmerzen mit. Lass sie erst mal zu. Vielleicht reichen dann zwei hier bei den Arbeitern auch noch mit, dass wir alles bedienen können. So, du hättest gerne keinen Konservativen. Du bist liberal. Christlich-liberal ist, glaube ich, auch okay. Nötige Fähigkeiten, Empathie und Geheimhaltung. Was ist denn mit Georg Hoffmann? Ah, er ist ein Wurst. Ja, nicht. Aber immer noch besser als Patrick Schimmel, so wie es rausschaut. Wenn wir die anderen beiden jetzt hier reinstecken, sollten wir denen das Fahrrad auf alle Fälle mitgeben. Da sind wir, glaube ich, gar nicht so auch schlecht aufgestellt. Auch hier nur einen Unterstützer. Was machen wir denn falsch? Ganz ehrlich, ich würde das ausprobieren. Aber wenn das wirklich nur... Haben wir irgendwie einen Speicherstand? Wie laden? Widerstand Erzählung. Weiß nicht ganz, was mir das Spiel damit sagen möchte. Ich glaube, wir können dann von hier aus vielleicht auch einfach laden. Eine Weile untertauchen, können wir uns erstens nicht leisten, zweitens brauchen wir das, glaube ich, noch nicht. Ich sehe aber auch noch nirgendwo das Risiko angezeigt. Ach komm, wir probieren es. Und ich hoffe nicht, dass sie wirklich nur einen Unterstützer bringen. Das wäre echt übel. Einen Unterstützer verloren. Wir unterstützen weiterhin 20 Menschen. Und wir kriegen 6 Mark Spenden. Sehr gut. So, bitte lass es mehr als nur in einen Pastor sein. Jana Schmidt trifft sich einen Pastor in Tempelhof, um zu sehen, ob er für den Widerstand gewonnen werden kann. Das Treffen ist erfolgreich. Der Pastor ist ein Gegner des Regimes und sagt uns, dass viele Mitglieder seiner Gemeinde willens sein könnten, uns zu helfen. Vielleicht schaltet das jetzt auch noch weitere Sachen frei. Dann hat es sich ja auch gelohnt. Emma Schulze besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Es ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 17 Mark. Immerhin. Hätten wir noch ein Stück mehr gewünscht, gebe ich zu, aber vielen Dank für die Unterstützung. Wilhelm König trifft sich mit Kollegen unseres Unterstützers in Kreuzberg und versucht, sie von unserer Sache zu überzeugen. Wilhelm stellt fest, dass es zum Glück immer noch Menschen gibt, die gegen die Nazis und bereit sind, etwas gegen das Regime zu unternehmen. Dann sind wir jetzt bei 27 Unterstützern. Georg Hoffmann trifft sich mit einem ehemaligen Gewerkschafter in Köpenick, um zu sehen, ob man ihn überzeugen kann, sich dem Widerstand anzuschließen. Wir rennen offene Türen ein. Der Gewerkschafter ist ein überzeugter Gegner der Nazis und wird uns unterstützen. 28 Leute, immerhin. Glaube ich. Oh, minus 2 Moral. Erst einmal wieder Moral verloren. Wirtschaft unterstützt Hitler. Hitler erklärt vor hohen Vertretern der deutschen Wirtschaft, wie Krupp, Opel und Quandt, dass er die Demokratie abschaffen, aber das Privateigentum schützen wird. Man spendet große Summen. SA und SS, jetzt Polizei. Reichsmarschall Göring nennt 50.000 SA und SS-Mitglieder zu Höchstpolizisten und ordnet den Gebrauch der Schusswaffe an. Aha. Wie länger ich das sacken lasse mit der Wirtschaft? Das ist ein sehr gefährlicher Kurs von Herrn Krupp, wie wir immer Oma Opel gehörten, von den Quanz. Die besitzen ja heute auch noch BMW. Also die Nachfolger, die... Nicht Nachfolger, Nachfahren. Falsches Wort. Oskar Maria Graf verlässt Deutschland. Der berühmte Schriftsteller Oskar Maria Graf macht eine Vortragsreise nach Österreich und erklärt, dass er nicht nach Deutschland zurückkehren wird. Er kann es sich leisten. Konnten nicht alle. Emilia Schulze zieht mich nach dem Treffen und einer heftigen politischen Diskussion beiseite. Wie lange wollen wir Erna Schmidts Unverschämtheiten eigentlich noch ertragen? Das muss aufhören. Meinst du? Erna Schmidt ist eine unverbesserliche katholische Konservative. Ihre Ansichten schaden uns auf Dauer. Ohne sie wären wir besser dran. Ach, sag nur, weil du eine Kommunistin bist. Wir könnten nochmal jemanden einstellen, aber ich glaube, Erna Schmidt möchten wir behalten. Das ist unsere einzige Konservative, die bleiben. Wollen wir die Kommunistin loswerden?
Eigentlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, wir könnten vielleicht nochmal jemanden brauchen mit mehr Propagandawert, finde ich. Und vielleicht auch mal einen Arbeiter oder dergleichen, aber... Wir keinen von den beiden verlieren. Beide sollen bitte bleiben. Hör zu, Emilia. Wir sind alles Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen. Aber uns eint der Kampf gegen das Regime. Du musst diese Unterschiede aushalten oder die Gruppe verlassen, sage ich. Ich glaube, du machst einen Fehler, erwidert Emilia. Emilia. Beide minus 5. Wie kann ich das einsehen? So glaube ich gar nicht. Ja, aber wir haben hier was freigestellt. Dann hat es ja doch gelohnt. Wir können jetzt Tierpapier kaufen. Das ist wichtig, denke ich, um die Flugblätter bereitzustellen. Denn die braucht man auch immer mal wieder. Gräueltaten dokumentieren. 50 Mark. Ah. SA-Aktivitäten beobachten. Auch das kostet 50 Mark. Nicht gut. Eine SA-Uniform stehen. Die Uniform braucht man, das wissen wir. Also das müssen wir auf alle Fälle irgendwie schaffen. Ich glaube, bevor wir das hier machen können, benötigt genau das nächste. Müssen wir erstmal das machen. Das braucht 50 Mark. Oh Mann, da müssen wir gleich mal den Christen sprechen, würde bringen. Unterstützer, das ist zwar gut, aber wie viel Mark haben wir denn? 38, das geht schon. Ich finde, das ist auch wichtiger, erstmal die SA-Uniform irgendwie zu stibitzen, als vielleicht Papier zu kaufen. Das ist halt Mehrstufe, da müssen wir länger dran arbeiten. Was haben wir hier? Unterstützer gewinnen. SA-Aktivitäten beobachten. Das kostet 30 Mark. Das könnten wir schon machen, glaube ich, oder? Ah, wir müssen erstmal Unterstützer gewinnen. Ja, wir müssen erstmal hier anfangen, damit wir hier schnell möglichst viel freischalten. Gelder der SA stehen, das klingt gut. Oh, Risiko hoch, das klingt gar nicht gut. Ja, wir schauen. Da gibt es eine SA-Uniform zu stehlen. Ja, womit fangen wir an? Also, Geld ist, glaube ich, eine gute Idee. Unterstützer, wenn wir also mit den Christen sprechen, mit den Arbeitern sprechen, ist eine gute Idee. Und das mit den Arbeitern dürfte vermutlich am schwierigsten werden. Wie wäre es denn, wenn wir da was nehmen und schicken? Helene Bauer ist eine Arbeiterin und Unterstützerin der Gruppe. Möchte uns einige ihrer Kollegen vorstellen. So. Eine Kommunistin bringt 5 bis 6 Unterstützer. Katholik, moderat liberal, 7 bis 8 Unterstützer. Christlich liberal, 6 bis 7, sehr gut. Emilia ist da, glaube ich, schon mal eine gute Option. 9 bis 11. Können wir hier noch den Sozialdemokraten mit reinstellen. Alleine macht Emilia. Im gelben Bereich, aber das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt aber lieber gerne im grünen Bereich. Wie hoch ist denn das Risiko? Nicht gering. Sehr gering. Ja, dann, ich glaube, Emilia reicht da durchaus. Wir schicken sie hier erstmal rein und hoffen, dass es schon klappt. Allerdings 5 bis 6 Unterstützer sind nicht so viel. Ich meine 9 bis 11. Das taugt mir schon eher. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, hier beide reinzuschicken? Warte mal, nee. Ich nehme mal hier raus. 5 bis 6 merken. Wenn wir ihn hier noch mit reinstecken. Ah. Da können wir ihn vielleicht auch mal hier alleine reinstecken. Sogar grün. 6 bis 7. Ja, ja, cool. Und dann zieh als Kommunistin hier mit rein. Er ist immer noch Freiberuflerin. Hier zählen keine Kommunisten. Ja, nee, schwieriger. Schick mal erstmal hier, glaube ich, noch jemanden rein. Michael Oellenberger ist Pastor in Tempelhofen, stellt uns einigen seiner Freunde vor. Wir können versuchen, sie zu überzeugen, uns zu unterstützen. Tja, dann. Auf
alle Fälle christliche Leute hier reinschicken. Ah. Ah, du bist nur moderater Liberaler. Jetzt hier 7 bis 9. Und dann 9 bis 11. Wenn nur 2 mehr. Ich glaube, ich lasse das so. Das scheint mir auch sehr gut so zu laufen. Dann hätten wir das so schon mal geschafft. Dann weiter Geld sammeln finde ich nicht so verkehrt. Farbe kaufen kostet auch wieder viel. Ich würde wirklich gerne das Geld erstmal sparen, um hier die SA-Aktivitäten zu beobachten. Das heißt, wir schicken hier auch auf alle Fälle jemanden los, um Geld einzutreiben. Zum Beispiel unsere gute Kommunistin. 16 bis 19 wieder an Geld. Sind aber auch noch 2 offen. Oh, hier habe ich eben auf Abbrechen geklickt, deswegen hat das rückgängig gemacht. Verstehe. Wir könnten hier versuchen, mit Arbeitern zu sprechen, dass wir gleich in mehreren Fronten arbeiten. 2 bis 3. Schlecht. 5 bis 6. Oh Mann. Wenn ich ihn hier noch mit reinschicke. Nehmen wir schon mal 2 mehr. Und hier vielleicht noch. Das 9. Immerhin noch ein paar mehr. Könnten auch. Wir wollten kein Papier kaufen gehen. Ach komm, wir stecken die jetzt hier alle rein. In der Hoffnung, möglichst viele Unterstützer jetzt auf einmal zu gewinnen. Vielleicht knacken wir sogar schon die 40. Was ich nicht glaube, aber hilft uns die Daumen. Und kriegen vielleicht noch ein bisschen Geld. Ah, das ist eine Runde im Prinzip nur Vorbereitung. Wir kommen so auch nicht weiter. Großartig. Na gut. 8 Mark haben sie gespendet. Großartig. Ein Unterstützer verloren, nur noch 27. Erna Schmidt trifft sich mit Menschen aus den christlichen Gemeinden in Tempelhof und spricht mit ihnen über das Regime und mögliche Wege, Widerstand zu leisten. Nicht wenige denken, dass Hitlers Vorgehen gottlos ist. Und dass sie als Christen etwas unternehmen sollten. Andere haben Zweifel, weil es sein könnte, dass Hitler den Willen Gottes vertritt. Nur 9. Schade. Erna denkt, dass sie gesehen wurde. Georg denkt, dass er gesehen wurde. Jetzt, okay, sie wurden vielleicht gesehen. Vielleicht finden wir jetzt irgendwo eine Risikostufe. Emilia Schulze besucht die treuen Unterstützer. Das kennen wir doch schon. 16 Mark. Großartig. Patrick Schimmel trifft sich mit Kollegen unseres Unterstützers in Köpenick und versucht, unsere Sache zu überzeugen. Patrick stellt fest, dass es zum Glück immer noch Menschen gibt, gegen die Nazis sind und bereit sind, etwas gegen das Regime zu unterstützen. Aber auch Wilhelm denkt, dass er gesehen wurde. Es ist spät und ich sitze in einer Bar am Hackerschen Markt. Da stürmt ein Mann durch die Tür und schreit: Der Reichstag brennt! Die Kommunisten haben den Reichstag angezündet! Lässt austrinken und nach draußen laufen. Draußen. Ich lasse mein Getränk stehen und stürze mich nach draußen. Trotz der späten Stunde sind die Straßen voller Menschen. Der Nachthimmel über dem Reichstag ist in glühend rotes Licht getaucht. Die Szene ist unwirklich. Was ist hier passiert? Warum stehen wir alle noch hier rum? Fragt eine Frau im Pelzmantel in die Runde. Wir sollten dorthin und schauen, was los ist. Die Leute um sie herum stimmen zu und es bildet sich eine Gruppe. Wir schließen uns der Gruppe an. Grafikstil ist wirklich passend. Er ist einfach gehalten, aber er passt dazu. Ich schließe mich der Gruppe an und zusammen gehen wir durch die leeren Straßen in Richtung Reichstag. Je näher wir kommen, desto mehr riecht es nach Rauch und Feuer. Bald dringe ich nach Luft. Der Rauch beißt in der Nase. Ein Schall über die Nase ziehen, mach mal. Auf der Brücke, die zum Reichstag führt, werden wir von einer Polizeipatrouille angehalten. Straßensperrung, sagt der Polizeibeamte. Bitte gehen Sie weiter. Die Menge anschauen. Es ist schon spät und ich spieße nach Hause gehen. Nein, wir schauen uns die Menge an. Auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke steht der Reichstag in Flammen. An unserer Seite versammeln sich immer mehr neugierige Zuschauer. Ich wende mich eine Frau im Pelzmantel, einen muskulösen Mann, einen Mann in Kriegsuniform. Oder nach Hause gehen. Frau im Pelzmantel war eben schon etwas extrovertierter. Vielleicht versuchen wir uns an sie zu wenden. Ich wende mich an eine Frau im Pelzmantel. Ich erkenne sie wieder. Das ist die Frau aus der Bar, die
Gruppe animiert hat, hierher zu kommen. Und? Was glauben Sie, wer ist hierfür verantwortlich, fragt sie mich, noch bevor ich etwas sagen kann. Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Wie zum Teufel soll ich das wissen? Sie zuckt mit den Achseln. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Lage sehr unangenehm geworden ist, seit diese kleine aggressive Witzfigur in die Macht gekommen ist. Und das hier zeigt auf das Feuer. Das hier trägt seine Handschrift. Ah, das haben Sie nicht von mir. Natürlich nicht. Verstanden, ich nicke. Gut, lächelt sie. Leute wie ich haben schon genug Ärger. Leute wie Sie? Sie sind in Ordnung, denke ich, sagt sie und die Ricken ignoriert meine Frage. Wenn Sie mal Lust haben, zu guter Musik zu tanzen, Sie wissen schon, die Art von Musik, die unsere neuen Herrscher verachten, dann kommen Sie vorbei. Sie gibt mir eine Visitenkarte mit der Aufschrift Giraffe, Tanz, Bar, Kabarett und verschwindet in der Menge. Immer mehr Feuerwehrleute treffen ein. Wollen wir es noch wagen, mit einem weiteren zu sprechen? Sprechen wir mit dem muskulösen Mann. Der schaut doch aus wie ein Arbeiter. Meint er nicht? Hat Hamburg nicht auch einen Hafen? Das würde zu dem Anker passen. Ich spreche mit einem muskulösen Mann mit flacher Mütze und ebenso flacher Nase. Er sieht mir aus wie ein Preisboxer, der zumindest so viele Kämpfe verloren wie gewonnen hat. Also, beginne ich. Wem glauben Sie, haben wir das zu verdanken? Das fragst du mich, reagiert er überrascht. Ich war es auf jeden Fall nicht. Beruhigen Sie sich. Hab ich auch nicht gesagt, erwidere ich. Aber jemand war es. Wen haben Sie in Verdacht? Der Boxer beugt sich vor und sagt mit verhaltener Stimme. Nazis waren es. Klare Sache. Die werden es ihren Gegnern in die Schuhe schieben und dann wird's hässlich. Du wirst sehen. Er schaut nach links und rechts und verschwindet in der Menge. Die Szene beobachten. Die Polizei wird aggressiver und drängt die Menge mit Gewalt zurück. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Es ist schon sehr spät, als ich endlich nach Hause ankomme. Ich schlafe sofort ein und habe Albträume vom Feuer und den merkwürdigen Menschen, denen ich begegnet bin. Diese Nacht lässt Schlimmes vorausahnen. Yep. Tanzen in der Giraffe freigeschaltet. 16 Unterstützer gewonnen, aber minus 4 Moral. Das ist nicht gut. Reichstag in Flammen. Unbekannte Täter brennen den Reichstag nieder. Nazis ordnen Gegenmaßnahmen an, bezeichnen den Vorfall als kommunistischen Terror, um die rechtmäßige deutsche Regierung zu stürzen. Notstand ausgerufen. Nach dem Reichstagsbrand sagt Hitler, die Verteidigung Deutschlands und der Kampf gegen den kommunistischen Terror sei jetzt wichtiger als Bürgerrechte. Reichstagsbrandverordnung. Neue Verordnung setzt die meisten verfassungsmäßigen Bürgerrechte aus und erlaubt es der SA, politische Gegner insbesondere aus der kommunistischen Partei zu verhaften. Fängt an. Ich habe was zu berichten, sagte einer bei unserem Treffen. Aber ich bin nicht sicher, ob es gute oder schlechte Nachrichten sind. Erzähl. Ich habe eine neue Stelle, fährt sich fort. Ich soll im Hause eines Nazi-Offiziers arbeiten. Der Schimmer schnappt nach Luft. Du wirst in den Dienst eines dieser Schweine stellen? Der Gedanke macht mich krank. Erzähl weiter. Vielleicht können wir damit etwas anfangen. Ah, das ist auch ein ziemliches Risiko für Erna. Erzähl mal weiter. Aber was meinst du, wenn du sagst, dass du nicht weißt, ob die Nachrichten gut oder schlecht sind? Lass mich eben zu Ende erzählen, antwortet Erna. Was wäre, wenn wir daraus einen Vorteil ziehen könnten? Was wäre, wenn ich Informationen für die Gruppe sammeln könnte? Guter Gedanke. Aber willst du das wirklich machen, liebe Erna? Nimm die Stelle an und bespitze den Nazi, sage ich. Ich werde diese Gelegenheit nutzen und uns mit Informationen aus dem Nazihaus zu versorgen, sagt Erna. Okay. Die war ja... Oh. Ja, nach dem Reichstagsbrand ist es jetzt scheinbar etwas schwieriger. Und schaut mal an. Erna sollte vielleicht mal dann ein wenig die Füße stillhalten. Das wird interessant. Was haben wir denn hier noch bekommen? Wo es weh tut. Apropos, lasst mich mal kurz hier raustappen, dann geht bei euch leider die Musik weg. Und nachschauen, was eigentlich genau diese Missionen waren. Große Flucht und wo es schmerzt. Und das klingt doch sehr nach, wo es schmerzt. Der Ausbruch und die Wahrheit befreit. Ich glaube, die Wahrheit befreit hatten wir schon mal. Und dann sind das die Sachen, die wir hier erst auf lange Sicht brauchen. Hier brauchen wir drei Molotow. Oha.
Das wird wehtun. Und da drei SA-Uniformen. Und hier sind es nur drei Flugblätter. So, wir könnten jetzt aber auch nach Wilmersdorf gehen, nach Spandau. Akademiker, Gewerkschafter. Gewerkschafter in Reinickendorf und in Pankow. In Weißensee. Und Akademikerin treffen. Oh, einen Freund treffen. Mehr Unterstützer. Tanzen in der Giraffe. Ich weiß ja nicht. Aber das würde die Moral erhöhen. Flugblätter. Risiko ist extrem. Nee, das lass mal. Also alles Gelbe ist jetzt scheinbar niedrig. Extrem. Niedrig. Sehr hoch. Niedrig. Ablenkungsmanöver. 60 Mark. Ja. Jetzt machen wir nicht Papier kaufen. Weiß nicht. Ich würde lieber, was ich mich Molotow-Cocktails rankriegen soll. Aber das klingt auch eher nach Gewalt. Und hier ein Ausbruch. Das klingt verlockend, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Aber wollen wir das anstreben? Den Ausbruch? Dass wir politische Gefangenen vielleicht befreien? Vielleicht kriegen wir sogar noch so einen weiteren Unterstützer. Wir hätten hier noch zwei Plätze frei. Sehr niedrig. Sehr niedrig. Sehr niedrig. Sehr niedrig. Sehr niedrig. Da Spenden sammeln ist sehr niedrig. Ein Freund treffen ist sehr niedrig. Was passiert denn, wenn ich Erna hier reintun würde? War es echt nicht gut. Können wir Erna vielleicht rauslassen? Dieses Mal. Ich möchte aber ehrlich gesagt die 30 Mark noch nicht investieren, solange da nicht mehrere Leute wirklich stark betroffen sind. Ein Punkt bei der Aufmerksamkeit für Georg und Wilhelm. Das ist nicht schön, keine Frage. Aber ist das nicht das Risiko, was wir da einfach tolerieren müssen, um weiterzukommen? Wir wollen ja was schaffen. Wir wollen politische Gefangene befreien. Das wird nicht komplett ohne Risiko funktionieren. Von daher, ich glaube, ein Punkt, das geht noch. Drei ist halt schon schwierig. Wen brauchen wir denn hier? Hier wäre, glaube ich, wieder eine Kommunistin ganz gut. Ja, die holt uns noch mal ein bisschen Geld. Dann. Akademiker sollten noch ein paar haben. Evara Feigenbaum kennt eine Professorin in Weißensee, die möglicherweise bereit ist, uns zu helfen. Liberale, Akademiker, Idealisten, inspirierend. Sie wäre halt Idealistin. Aber das Risiko ist halt immer noch nicht gering. Bin nur trotzdem überlegen, was halt noch im gelben Bereich ist, ob wir das nicht wagen. Dass wir jetzt ein ganzes Stück mehr auf Risiko gehen, dann vielleicht nächste Runde mit allen, die jetzt irgendwie Probleme bekommen könnten. Dass wir mit denen vielleicht dann nächste Runde erstmal untertauchen. Es kostet zwar 30 Mark, aber vielleicht schaffen wir das. Wenn wir... Ja, weil so viel Mark kriegen wir jetzt nicht zusammen. Ich hätte gern die 80 Mark zusammen, um die SA-Uniform direkt zu klauen. Wenn wir runtertauchen, hier war auch, glaube ich, ein Gewerkschafter war hier. Bustel Knoblauch kennt einen ehemaligen Gewerkschafter, der möglicherweise bereit ist, unsere Sache zu unterstützen. Also, unsere Konservativen sind da vermutlich nicht allzu gut. Du bist Sozialdemokrat. Wo auch da. Das Risiko ist nicht so klein. Aber ich glaube, ihr wisst vier unterstützt. Ja gut, immerhin. Es würden wieder irgendwas da, was wir beim nächsten Mal freischalten würden. Gar nicht so unbedingt. Monika Krise kennt eine Professorin in Spandau, die möglicherweise bereit ist, uns zu helfen. Ist doch ein A.
Arzt, du kriegst das. Ja, sehr gut, kriegst du das hin. Großartig. Wollen wir das probieren? Vielleicht hier, das fiel mir jetzt auch noch ein, vielleicht mit dem Fahrrad? Ist da ja das Risiko schon ein Stück runtergegangen. Haben wir noch einen offen. Christlich-liberaler, egoistischer Richter. Das kann nicht mehr so werden. Helene Ring kennt einen ehemaligen Gewerkschafter, der möglicherweise bereit ist, unsere Sache zu unterstützen. Er ist da gar nicht so gut. Nicht nur Egoisten gebrochen? Oh. Vielleicht hier? Da ist ein Egoist nicht so gut. Apropos, vielleicht sollte man gleich den Freund treffen. Lass mir sagen... Lassen wir das erstmal mit dem Akademiker? Ist das super gut, oder? Was ist denn das hier? Nee, ja, nee, gar nicht. Das lass mal. Nicht so auf diese Art und Weise. Wo ist es halt schwierig? Hier würde ich das Risiko mit dem Fahrrad wagen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Dann nächste Runde in den Unterschlupf. Was machen wir denn jetzt mit unserem Egoisten? Ich würde sagen. Ist hier vielleicht nicht allzu verkehrt aufgehoben? Schon. Was machen wir mit ihm? Ich glaube, wir können gar nicht so wirklich was machen. Wollen wir ihn einfach auslaufen lassen? Dann müsste er nächste Runde hoffentlich auch den Punkt verloren haben. Ich schätze mal, eins pro Runde, was weggeht, sollte ganz gut machbar sein. Wir probieren es. Was? Es kann nur schief gehen. Dann muss man mit den Konsequenzen leben. Ich treffe meinen alten Freund Gunther in einer Gaststätte. Wir waren Jahre... Warte mal. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. War das Freundetreffen nur eine Runde? Ich habe jetzt nicht auf die Rundenzahl geachtet. Wir waren jahrelang im selben SPD-Ortsverband. Aber Gunther hat sich irgendwann eine neue Stelle in einem anderen Stadtteil gesucht. Und wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Wilhelm! Schön, dich zu sehen, sagte er, als ich in die Kneipe ankomme. Ihn grüßen. Es freut mich auch, Gunther. Wie geht es dir, frage ich ihn. Mir geht es gut, um nicht zu sagen, sehr gut. Ich arbeite jetzt in einem Büro. Ich, in einem Büro, kannst du dir das vorstellen? Und wie sieht's bei dir aus, Wilhelm? Mittelmäßig. So einigermaßen unter den gegebenen Umständen, würde ich sagen. Gunther trinkt einen kleinen Schluck und wirft mir einen ernsten Blick zu. Was ist mit dir? Lal, Wilhelm, dass es dir nicht passt, was gerade in Deutschland läuft. Und vor 6 Monaten ging mir das genauso, aber mittlerweile glaube ich, dass Hitler unsere Rettung ist. Wie bitte? Aber du warst doch Sozialdemokrat. Das musst du mir erklären. Du und ich, wir waren jahrelang überzeugte Sozialdemokraten. Warum? Warum haben wir die SPD unterstützt? Fragt Gunther. Soziale Gerechtigkeit? Eine Gesellschaft ohne Gewalt zu schaffen? Für Arbeit und gerechte Bezahlung. Wir sind Ingenieur. Weiß nicht, ob Arbeit und gerechte Bezahlung so das Ding ist, wofür ein Ingenieur in die SPD eintreten würde. Wie ist mit ohne Gewalt? Was sagt er denn dazu bei den Nazis? Genau, sagt Gunther. Und ich habe es aus dem gleichen Grund getan. Und jetzt schau dir unser Land an. Hitler kümmert sich um den deutschen Arbeiter, besser als die SPD es je geschafft hat. Er gibt uns Arbeit, Sicherheit und Hoffnung. Ernsthaft? Natürlich meine ich es ernst. Hitler hat den Klassenkampf beendet. Egal, ob du die Fabrik besitzt oder darin arbeitest, wir sind alle Mitglieder derselben Gesellschaft, der deutschen Volksgemeinschaft. Vergisst du nicht jemanden? Ich weiß ganz genau, dass damit was nicht stimmt. Probier's mal mit dem Letzteren. Teil der Volksgemeinschaft bist du nicht, wenn du Jude bist, erwidere ich. Oder Sinti oder Roma. Oder behindert oder schwarz. Eine nidisierte Volksgemeinschaft schließt aber viele Menschen aus, findest du nicht? Vielleicht mit Recht, sagt Gunther. Vielleicht gehören diese Leute einfach nicht dazu. Was, wenn sie eine Bedrohung für das deutsche Volk sind? Sind sie nicht? Was ist denn mit dir passiert? Nicht für mein Volk, sage ich. Gerechtigkeit muss für alle gelten. Auch für die Ärmsten und die Schwächsten. Ist das nicht der Sinn der Sache? Für Gerechtigkeit zu kämpfen und ein besseres Leben für alle zu schaffen? Seit wann haben nur bestimmte Menschen Gerechtigkeit verdient? Ganz im Ernst, was ist denn mit dir passiert? Du bist ein Träumer, sagt Gunther.
Wie schon immer. Das ist das, was ich am meisten an dir schätze. Aber warum nicht den wahren Traum verwirklichen? Schließ dich uns an. Uns? Ah ja. Natürlich, sagt Gunther und legt das Parteiabzeichen, das heutzutage immer mehr Leute tragen, auf die Theke. Roter Kreis mit schwarzem Hakenkreuz auf weißem Hintergrund mit den Worten Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei. Mir reicht's. Ich stehe auf und verlasse die Kneipe, versuche mich zu sammeln und bin seit Jahren mit Gunther befreundet. Gut, wir haben uns zeitweilig aus den Augen verloren, aber trotz all dem, wie konnte er sich so verändern? Ich muss auf diese Freundschaft verzichten. Ich sollte mit ihm Kontakt bleiben. Schwierig. Man kann eine Freundschaft nicht ewig aufrechterhalten. Und es gibt einfach Dinge, da muss man mal ganz realistisch sein, die bringen so eine Freundschaft auch zu Bruch. Bei politischen Ansichten wird es aber sicherlich schwierig. Nur, wir haben, vielleicht ist es auch mein Wissen, was ich heute habe. Vielleicht war das damals noch gar nicht so klar. Aber alleine schon im Prinzip, dass man sich einen Sündenbock sucht, wie das auch nicht rechte Parteien schon bei uns gemacht haben, nicht nur bei uns, auch, also ich meine in komplett Europa, gibt ja auch da isolationistische und spalterische Elemente. Und nicht unbedingt, dass mehr Unabhängigkeit unbedingt was Schlechtes wäre, aber du weißt es, die meinen es immer dann schlecht, wenn sie sich einen Sündenbock raussuchen. Gerade das ist bei der NSDAP definitiv der Fall. Wenn sie nicht sagen, das und das würde uns das bringen und dann ganz sachlich argumentieren, sondern wenn sie sich einfach einen Sündenbock suchen. Von daher, schwierig. Was passiert denn, wenn wir jetzt auf Freundschaft verzichten drücken? Ich kann nicht mit Leuten wie ihm befreundet sein. Sie sind meine Feinde geworden und ich bin der ihre. 10 Mark, sehr gut. 2 Unterstützer verloren, gar nicht gut. Hm? Anna Schmidt trifft sich mit einer Akademikerin aus Weißensee und versucht herauszufinden, ob sie bereit wäre, mit uns zu arbeiten. Es stellt sich heraus, dass sie das Regime wegen seiner Irrationalität und Grausamkeit verachtet. Sie sagt, es gibt ähnlich Denkende in Weißensee. Sehr gut, und wir wurden nicht gesehen. Hm? Da ist das Risiko sehr voll gelohnt. Im König trifft sich mit einem Eben. Ach, das kennen wir doch schon. 3 Unterstützer, sehr gut. Das ist viel sein. 16 Mark. Das nehmen wir gerne mit. Hm? Vielen Dank. Und wieder eine Akademikerin. -2 Moral. Ja, schwierig. +3 Leute. Nicht so schlecht. NSDAP gewinnt. Die Ergebnisse der Reichstagswahl vom 5. März 1933. 43% wählen NSDAP. Nazi-DNVP-Koalition hat nun die Mehrheit der Sitze und stellt die Regierung. Razzien bei Kommunisten. SA und Polizei durchsuchen Wohnungen, Treffpunkte von Kommunisten in der Stadt. Beschlagnahmen Publikationen und verhaften Hunderte, darunter einige Mitglieder des Reichstages. Mittwoch, keine Schule. Zu Ehren des historischen Wahlsiegs der NSDAP entscheidet das Bildungsministerium, dass alle Schulen und Universitäten an diesem Mittwoch geschlossen bleiben. Das ist so subtil, so clever. Im Prinzip schon, ich krieg einen Tag frei. Als junger Mensch bist du dafür definitiv sehr empfänglich. Und alles nur, weil die gewonnen haben. Dann hast du doch schon automatisch Sympathien für die, wenn du nicht wirklich drüber nachdenkst. Das ist super clever gemacht und super erschreckend. Sie haben mich gefeuert. Ich habe meine Stelle verloren, sagt Emilia Schulze. Unsere Kommunistin. Warum? Was, aber warum, frage ich. Jemand muss meinen Chef verraten haben, dass ich für die Kommunisten gestimmt habe, sagt Emilia. Ja, wie gut, dass es gegen sowas heute Gesetze gibt, sagt Emilia. Verdammt, ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete oder mein Abendessen bezahlen soll. Wir sind in einer Gruppe. Wir können dir etwas Geld geben. Da muss ich noch ein bisschen mehr abgeben. Oha. Wir helfen dir mit etwas Geld, bis du etwas Neues findest. Ich würde dir super gerne nur 10 Mark geben. Ich weiß aber nicht, wie viel das damals war. Und sie kann ja auch potenziell noch was haben, wenn sie später nochmal wiederkommt. Aber 50 Mark? Das ist unsere komplette Sache für Dings. Für die SA-Uniform.
wir probieren es. Ich fürchte, das ist alles, was wir momentan entbehren können, sage ich und gebe jetzt 10 Mark. Moral plus 5 immerhin. Emilia Schulze minus 5. Oh, nicht so gut. Aber sie sind immer noch überall. Unsere netten Freunde der SA. Dann müssen wir mal schauen. Wir schauen uns dann, glaube ich, auch gleich mal an, was es hier noch alles so gibt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Es war etwas schwieriger mitunter. Und wie viele Runden sind es denn noch? Noch 15 für dieses Kapitel. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bis zum nächsten Mal.